Okay, die Bibliothek. Bibliothek. Wo ist nur die Bibliothek? Ha, irgendwie hat das Schloss von außen kleiner ausgesehen. Guten Morgen, Starlight. Ups. Entschuldige, Spike. Ich muss wohl erst mal lernen, mich hier zurechtzufinden. Du weißt auch ganz bestimmt, wo die Bibliothek ist, oder? Die nächste Tür links. Oh, danke. Akzeptanz? Mhm. Altruismus? Definitiv. Starlight, guten Morgen. Komm herein. Ich bin zu spät, aber ich habe mich etwas verlaufen. Ich kann immer noch nicht glauben, dass du mich hier wohnen lässt. Als deine Schülerin. Ich habe so schlimme Dinge getan. Naja, ich halte nicht an der Vergangenheit fest. Solltest du auch nicht tun. Das Schloss ist jetzt auch dein Zuhause. Und was dich als meine Schülerin betrifft, habe ich gerade überlegt, was deine erste Freundschaftslektion ist. Ah, naja, sieht aus, als hättest du die Themen schon eingegrenzt. Oh, das sind die A-Themen. Danach kommen die B-Themen dran. Ich wollte noch auf den Markt gehen. Ich weiß, ich fange gerade erst an, mehr über Freundschaft zu lernen, aber ich dachte nicht, dass es so viele Lektionen gibt. Was wählen wir aus? Vielleicht sollte ich die Auswahl weiter eingrenzen, bevor wir anfangen. Geh doch zu den anderen in den Thronsaal rüber. Sie planen unsere Fahrt ins Kristallkönigreich. Shining Armor und Prinzessin Cadence erwarten doch ihr Baby. In Ordnung. Thronsaal. Wie komme ich denn dahin? Also, ich finde, wir sollten sofort fahren. Schon zur Kristalltaufe. Aber, sollten wir nicht lieber auf die Einladung warten? Ehrlich gesagt kenne ich mich nicht gut aus mit den Bräuchen und Traditionen im Kristallkönigreich. Vor allem nicht, was diese Kristalltaufe betrifft. Was ist eine Kristalltaufe? Tja, darum geht es gerade, Schätzchen. Das Baby von Shining Armor und Cadence kann jeden Tag kommen. Und wir sind uns unsicher. Denn das Kristallkönigreich war 1000 Jahre verschwunden. Und viele ihrer Bräuche sind sehr ungewöhnlich. Es muss auf jeden Fall was mit dem Baby zu tun haben. Und einer Party! Und dem Kristallherzen. Und einer Party! Und mit irgendeiner coolen Energie. Und einer Party! Das ist doch nicht so schwer zu verstehen. Im Kristallkönigreich ist alles ganz leicht. Zum Beispiel, wenn ich für das Königreich ein Riesenheld. Ich habe Twilight bei der Recherche über Kristalltaufen geholfen. Wenn im Kristallkönigreich ein Baby geboren wird, bringen die Eltern es vor das Kristallherz. Sie besorgen den reinsten Kristall, den sie finden können, und wählen einen Kristallpaten aus, der das Baby jedem Besucher zeigt. Dann teilen sie alle ihre strahlende Freude miteinander und übertragen sie auf den Kristall, der sich mit dem Kristallherzen verbindet und dessen Macht stärkt. Diesmal ist es eine königliche Kristalltaufe. Das ganze Königreich wird anwesend sein. So ein Ereignis gab es ewig nicht. Was meintest du damit, dass er die Macht des Kristallherzens stärkt? Naja, die Energie, die das Kristallkönigreich schützt. Aber vor was denn schützen? Tja, bei dem Teil habe ich Twilight nicht geholfen. Twilight, kann ich dich was über das Kristallkönigreich fragen? Ha, lustig, dass du das ansprichst, denn ich habe hier nur noch drei Optionen für deine erste Freundschaftslektion. Eine davon betrifft das Kristallkönigreich. Ach, wirklich? Ich habe herausgefunden, dass dort das Pony lebt, das du so vermisst. Sunburst? Natürlich ist das nur eine Idee. Wir könnten auch nach Greifenstein gehen. Freundschaft mit einem Greif zu schließen ist auch eine Herausforderung. Oder wir helfen mit den Schönheitsflecken von einem Pony, das nicht weiß, was ein besonderes ist. Starlight? Stimmt was nicht? Was? Oh nein, hört sich ganz toll an. Finde ich auch. Du hattest völlig recht. Es ist so schwer, sich zu entscheiden. Ja. Ich werde mich in diesem Palast nie zurechtfinden. Hey, Starlight, was ist denn? Ach, ich weiß nicht, Spike. Twilight versucht, meine erste Freundschaftslektion auszuwählen und irgendwie gefallen mir alle Optionen nicht. Naja, jedenfalls eine davon. Welche denn? Vielleicht meinen früheren Freund wiederzutreffen. Was ist denn daran so furchtbar? Als wir Fohlen waren, wusste Sunburst alles, was man über Magie nur wissen konnte.
wusste immer genau, was zu tun war.